Guten Tag, liebe Ratten und Würmer. Willkommen, liebe Avatarinnen und Avatare, liebe Mitmenschen. Ich begrüße euch alle recht herzlich bei Mla. Bücher lesen Aktion. Also Bücher lesen und Aktion. Was aber ist nun eigentlich Mla? Vielleicht so etwas? Also, das ist doch bestimmt jetzt wieder so ein langweiliges Gelaber von einem mächtigen Autor, der nur seine Bücher verscheuern will. Korrekt? Ja, nein. Also, das Einzige, was ich am Kapitalismus liebe, ist seine Berechenbarkeit. Ansonsten würde ich sagen, er ist schlicht und einfach. Und darum gibt es auch die meisten meiner Bücher als kostenloses PDF. Und ihr findet die Links in der Clip-Info und so weiter. Nun aber viel Vergnügen mit dieser Ausgabe von Mla. Achtung! Nachher kommt noch ein Gewinnspiel. Bleibt also mich unbedingt am Monitor. Gewinnspiel. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Mla. Heute geht es auch um etwas eingängigere Dinge. Ihr ahnt es vielleicht schon hier anhand meiner Kopfbedeckung. Ne? Es wird bunt und es wird lustig. Und ich finde das Ganze hier aber eigentlich ein bisschen zu offiziell. Das wirkt so ein bisschen wie Staatsmuster. Ich persönlich bevorzuge daher eigentlich eher eine andere, aber auch nicht unpassende Kopfbedeckung. Das ist hier eigentlich die, wie macht man sich am besten? Das ist hier die eigentliche Narrenkappe. Und Kinder und Narren sagen die Wahrheit, heißt es. Und von daher sage ich euch jetzt die Wahrheit über meine Dings, ne? Micha! Ja, und da fange ich vielleicht mal an mit meinem Buch hier, von die Leichtigkeit der Sprache her. Einmal so gesehen, mit vielen Bildern von den Buch vom Buch. Ne? Dazu muss ich sagen, das ist eins von zwei Büchern, die sich tatsächlich
für meine Verhältnisse einigermaßen auch verkauft haben. So konnte ich dann insgesamt deutlich über 400 Euro konnte ich dann an soziale Zwecke spenden, so wie ich es vorher zugesagt hatte. Das freut mich. War übrigens eines der ersten Fondbücher seiner Zeit überhaupt. Die anderen zwei, drei Bekannten kamen später, hatten allerdings dann einen Verlag und so weiter im Rücken, so dass das dann kein Vergleich war, aber tatsächlich war das wohl das erste dazu. Es gab auch schon, bevor ich es geschrieben habe, einige Rezensionen von bekannten und freundlichen Menschen, die mir schon anhand des Titels was geschrieben hatten. Und es kommt allerlei drin vor, ne? Also Buchstaben, Wörter, Sätze, Bilder und zu verschiedensten Themen. Zum Beispiel lustige Dinge aus dem Internet, dem Internet, ne? Und auch ich habe auch einige ja, Anekdoten, Verschlüsse so aus dem Netz, Sachen in der Fondsprache, ne? Und aber meistens auch übersetzt auf das Antikdeutsch, ne? Das sogenannte Normaldeutsch, ne? Und natürlich alles im Rahmen, ne? Und auch Schautafeln, sehr beliebt auf Facebook und so, Schautafeln, ne? Also hier. Und es ist aber auch was von Nathan der Weise drin und der Papst. Der Papst kommt drin vor und alle solche Sachen. Also nennt man das, es ist immer noch und könnt ihr gerne, ne? Könnt ihr gerne. Jetzt mal was anderes. Das ist ein sehr schmales Buch, also nicht viele Seiten. Eignet sich dann zum Werfen. Werfen besser, ne? So. Aber meiner Zombie-Apokalypse, ne? Also keine Chance. Ne? Es ist auch so, in den Büchern kommt zum Teil dasselbe drin vor oder dasselbe zumindest so ähnlich. Also es gibt Überschneidungen, aber na, das, die Bücher sowieso fast niemand kauft und liest, ist das nicht so schlimm, denke ich. Hier habe ich mir aber was gemacht. Da gibt es auch Auszüge in anderen Büchern von. Aber Debakel bodenlos, namisiert auf ein Transportunternehmen angespielt und nur davon haben wir die Inhalte. Ich habe dann jemand gefragt, ob ich den Originalnamen nehmen kann einfach, aber man hat mir da mehr oder weniger abgeraten. Von daher ist hier immer von der Wolfenbahn die Rede. Ne? Aber echt abgefahren, ne? Und ziehen Hemdschuhe und all so Sachen. Ne? Es beinhaltet einige Erlebnisse, die ich in der Wolfenbahn bei Fahrten hatte. Ach guck mal hier, da ist auch meine Kopfbelegung, ne? Meine, könnt ihr das sehen, ja, ne? Meine Kopfbelegung mit drin. Wer hier selber für dieses Unternehmen arbeitet, für den ist es vielleicht eine nette Sache, wenn er Humor hat oder sich denselben rechtzeitig vorgestellt und reservieren lässt. Ne?
auch für Menschen, die schon mal das Glück hatten, damit zu reisen oder denen das noch bevorsteht. Ne? Also das ist auch Psychohygiene, ne? Psychohygiene. Ja. Erlebnisse, die ich hatte und natürlich auch wieder geklautes aus dem Internet, verbessert, ausgewählt, gezielt und ergänzt. Also es ist wirklich ja ein ganz modernes Unternehmen, über das man dann allerlei Scherze machen kann und weil es ja so dünn ist, das blendet, ne? Das blendet, ne? Aber wenn, ach, ihr wisst schon, ne? Hat man auch schnell gelesen, Vorteil, wenn es so relativ kurz ist. Und man kann auch das Buch, zum Beispiel Mein Pott oder Beim Bösen A oder auch in der Buchhandlung, in der regionalen Buchhandlung kann man das bestellen, weil alle Bücher haben auch eine ISBN-Nummer. Jetzt komme ich mal zu einem Buch, das hat sich wie die anderen auch nicht verkauft, aber das kann ja noch kommen, ne? Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil es ist schon mal ein bisschen dicker, ne? Also hat man mehr von, ne? Mehr von, ne? Aber man kann dann ja immer wieder feststellen, also ein Exemplar wird dann vielleicht bestellt, ne? Vom Fan, ne? Aber sonst, also es ist mal ein bisschen dicker, ist dann auch für mich in den Themen und dann kommt auch ein bisschen was über Psychologie vor, Sozialarbeiterwitze, ihr wisst ja eigentlich, wie viele Sozialarbeiterwitze gibt es, überhaupt keine, weil die sind alle wahr, ne? Also ich darf das, ich bin unter anderem auch Sozialdingens erfahrt, ne? Sind auch Atheisten, die sind drin, die Atheisten sind ja unfassbar humorvoll, ne? Für die ist es ja auch dann sehr schön, ne? Atheistenwitze, ne? Einige Glossen, ne? Und ja, meine in Gruppen bezogenen Verspottungen ist auch natürlich in das beliebte Jobcenter dabei. Und natürlich die Neonazis, ne? Oh, guck mal, ein toter Vogel. Sind bestimmt wieder die Flüchtlinge dran schuld. Was? Tote Vogel? Wo denn? Wo denn? Naja. Sind auch bessere drin noch. Ja. Und dann haben wir ja noch, ach ja, immer Männer, ne? Immer Männer. Ganz böse, nicht so immer Männer. Und ja, und auch sehr schön, wirklich selbst ausgedacht, ein paar Science-Fiction-Witze, ne, mit Terry Pratchett, Douglas Adams, E.T., Ferengis und also, ne, ja. Auch in Liedform, Liedtexte umgemischt, ne, und ein sinnloses Gedicht. Einige Menschen werden behaupten oder fragen, gibt es denn andere, ne? Aber das war eine Auftragsarbeit an mich, ein sinnloses Gedicht, ne? Und ja, also das gibt es auch bei Post zu bestellen oder im Buchhandel oder, also könnt ihr euch ruhig mal, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich hier noch was, da bin ich mir nicht sicher, gehört das noch in das Humor hinein, ne? Aber es ist ein Comic, ne? Der Comic, ne? Comic haben ja immer so ein bisschen den Verdacht, dass sie lustig sind.
manchmal sind es einige sogar auch, ne? Ist nicht sehr dick, alles mit Bildern und Fotos aus der Virtual Reality, aus Sendlife, keine Markenrechtsverletzungen wurden beabsichtigt, alle Rechte bleiben bei Linden. Ja, das sind zum Teil sehr kurze Geschichten, zum Teil noch kürzere. Man schneidet sich zum Teil dann auch dieser realen Welt, in der sogenannten realen Welt, in die ich hier als Avatar dann hinein gerate, versehentlich. Ne? Und ich verklage hier auch, dass ich da niemand gefunden habe für einen Flausch über Quantenphysik, aber das kann ja auch mal vorkommen. Und hier ist es mit den realen Bildern auch, ich weiß nicht, ob man erkennen kann, ne? Das ist immer spiegelverkehrt, ne? Das ist nicht so einfach. Das ist mein Real-Avatar, ne? Da war ich in der Weinekattengruppe bei einer Veranstaltung des Büros für angewandten Realismus, ne? Ich bin dein Vater Buch, ne? Solche Dinge sind darin, ne? Und auch natürlich gesellschaftskritische Themen unauffällig eingeschmuggelt, ne? Und dann noch am Schluss auch noch ein paar vereinzelte Namen, hier Möse Winkler, ne? Die macht wundervolle Sachen mit sprechenden Fischen und Lyrisautomaten und andere Dinge, ne? Und hier möchte ich mal mehr auf den Sinn, auf den Sinnfang Stephanie, ne? Und der ist ja mit Bücherabteilung von der Bibliothek, Philosophie, Religion, Esoterik. Hier ist der Mensch von Amels, ne? Mit der Literatur, eine Gruppe, ja, oder mit der Autorinnengruppe, ne? Da ist immer noch, hier ist von der Natascha Rand, ne? In Memoriam, ein Foto drin. Viertes Mal, Wohltätigkeit in Second Life und hier die fantastischen Eigentümer, der Sinn, auch hier das Kreativdorf ist, ne, in Schiff und Miara Numic, ne, hervorragend, wie die das Kreativdorf unterstützen und die ganze Veranstaltung, eine sehr gute Sache. Oder hier der Bahnhof Barbosa, der die fantastischen Kulissen sehr oft baut. Und natürlich auch Dorena Wern, weniger in Second Life, aber in ihrem Open Griff auch engagiert. Das ist auch ein wichtiges Ziel, finde ich. Zwei Erscheinungen der Freien Bibliothek Fingersus. Der Perry Rosen-Raumanah, da ist Science Fiction drin, wer hätte das gemacht? Und Vorläufer und historische Vorläufer, alles in Volltext und im Steampunk Zeppelin, das habe ich vorhin schon erklärt, da könnt ihr ja zurückspulen. Ne? Und hier noch vom Kaffee Krümelkran noch ein Bild. Ja, also das war es dann so ziemlich, ne? Und das ist nicht ganz so mindig, weil es ist relativ groß und ganz in Farbe. Ich verdiene in der Regel über 1 Euro, wenn man mal was kauft, in der Amazon und ähnliche, noch ein bisschen weniger, in Extremfällen glaube ich bis zu 2 Euro und
was ich vorher ausgebe für die Abführungsgebühr und ISBN und viele Exemplare zum Verschenken. Also die Bücher werden, hoffe ich, von allen Menschen dennoch auch gelesen. Außer den beiden, die ganz gut weggegangen sind. Von einigen Leuten trotzdem gelesen, wie auch die anderen Bücher, indem ich ihnen die Bücher schenke. Beim Gewinnspiel, beim vorigen Mal, hat niemand mitgemacht. Deswegen bleibt das einfach mal so bestehen. Schaut gerne nochmal kurz in die erste Folge rein, da ging es um Hartz IV. Und über 100 Zugriffe, obwohl nicht ein Thema, ne, nicht ein Träger, ich bin ja ein Thema, nicht ein Thema, Entschuldigung. Ich bin ja auch nicht bei jedem beliebt, das verstehe ich auch. Manchmal kann ich nicht auch letzte sein. Ja, also nicht bei allen beliebt und nicht ein Thema, Hartz IV, ne, meinen viele, müssen nichts an, ne, meinen sie. Und Literatur, ne, ja, ihr kennt ja das. Der Trend zum Zweitbuch ist noch nicht bei allen angekommen. Ich hoffe, diese Folge kommt bei euch an und ich wünsche euch mal wieder alles Gute in allen Welten. Lebt lang und prosper, Sisu und ja. Und überhaupt. Tschüss. Wollte ich eigentlich nie sagen, tschüss. Ich hasse das. Genau wie Hallo.